Ja, hallo auch. Ich bin Mario, aufgrund, dass mich zurzeit mehrere Personen fragen, wie man metallische Materialien erdet, was sehr wichtig unter Mikrowellen, Ionenfalter oder was auch immer. Auf jeden Fall gegen die Strahlung hilft allgemein immer Metall. Metallische Gegenstände, zum Beispiel Aluminium, Kupfer, Edelstahl. Wenn man mit Stahl arbeitet, Rheinstahl, sollte man Magneten einsetzen. Und zwar die Innenseite gegen die Strahlung, also sollte man den Magnet an der Platte, an einer Platte zum Beispiel befestigen. Das blockt Strahlung ab. Es gibt halt Unterschiede zwischen normalen Stahl und Edelstahl. Normaler Stahl ist magnetisch und Edelstahl ist ferromagnetisch. Ferromagnetisch heißt halt, dass das Magnet nicht halten, ist einfach gesagt. Hier, und zwar will ich mal anfangen mit der Erdung. Danach werde ich ein paar andere Kleinigkeiten aufzeigen, wie man sich in der Not schützen kann, so gut wie möglich halt man sich schützen kann. Ich bin sehr enttäuscht über einige im Forum, was bei manchen schon seit Jahren die Meinung ist, und zwar, dass man sich auf keinster Weise schützen könnte. Man kann sich schützen. Man muss nur halt ein bisschen wissen, wie man sich schützen kann, weil es ist echt kompliziert. Man haut es den ganzen Tag in den Kopf und desinformiert und halt Gehirnwäsche und bla bla bla. Und das ist echt nicht mehr leicht, klare Gedanken zu fassen, außer seinen eigenen Tagesablauf zu verfolgen, um noch, was weiß ich, normal sprechen zu können zum Beispiel. Ja, also wir haben eine Steckdose und zur Erdung kann man sich schnell mal selbst was präparieren. Selber darf man ja normalerweise nicht großartig an die Steckdose, also öffnen darf ich die zum Beispiel nicht. Das darf man nur, das dürfen nur Elektriker. Aber naja, unter Notwehr und Nothilfe versteht man ein bisschen was anderes, da brauche ich keinen Elektriker unbedingt. Aber ich gehe trotzdem nicht an elektrische Sachen, weil es sehr gefährlich ist, also das ist meine Meinung selber. Also hier haben wir einen Schuko-Stecker, so nennt man das. Ich habe diesen ein bisschen umgebaut. Es gibt noch manche Stecker, die meisten aus dem Osten noch, aus der DDR. Die haben zum Beispiel hier eine Schraube. Die schraubt man auf, dann holt man diese Zapfen raus, also wo der Strom fließt, die nimmt man raus, damit die gar nicht mehr in die Dose eingeführt werden können, weil das können wir ja nicht gebrauchen und das ist sehr gefährlich. Und kann auch jegliches Kabel entfernen. Es sind meistens drei Kabel bei so Schuko-Steckern. Und zwar blau, rot, nee, blau, schwarz. Und, nee, egal, die anderen zwei interessieren nicht. Wichtig ist auf jeden Fall der Erdungsstecker. Das ist dieses Kabel. Ein Erdungskabel ist immer, immer gelb-grün. Das müsst ihr euch unbedingt merken. Ihr müsst euch das so vorstellen, um jedes Haus ist seit der Wende auch, also seit Ost-West, vorgeschrieben, dass jede Hausinstallation, Elektroinstallation eine Erdung enthält, wegen Blitzeinschlag. Daher kennt man das zum Beispiel, Blitzerden. Die ist um dem Haus, um das Fundament herumgelegt und daran führt praktisch die ganze Hausinstallation über ein Erdungskabel, wo also sich Energie entladen kann, auch von elektrischen Geräten. Kennt man ja von Blitzeinschlägen. Dass das auf elektrische Geräte übergehen kann und dann kann es zu Explosionen zum Beispiel kommen, Bränden und halt solchen Reaktionen. Und das passiert nicht, wenn diese Geräte an eine Erdung geschlossen ist. Dann kann die Energie sofort in die Erde, also ja, eingeführt werden. Okay, wichtig. Solche Stecker suchen, unbedingt. Aufschrauben, Kabel entfernen, außer das grün-gelbe Kabel. Und zwar führt das an diese Zinken hier, an diese Zapfen, an die Außenseite. Jeder hat bestimmt schon mal eine Steckdose gesehen. Und da befindet sich an jeder Steckdose oben und unten auch solche metallischen Zinken, die rausgucken, kann man ruhig anfassen. Das ist die Erdung. Da ist jeweils nochmal so ein grün-gelbes Kabel angeschlossen, was direkt in die Hauserdung führt. Ja, und so hat man das halt ganz leicht. Das Kabel führt an diese Zinken, das steckt man hier ein.
Und schon hat man eine Leitung direkt zur Hauserdung. Hier ist das Kabel. Am besten ist immer Kupferkabel. Es gibt natürlich auch alte Kabel aus Aluminium, aber das würde ich nicht empfehlen. Ja, natürlich sollte man zur Abschirmung zum Beispiel sowas, das bekommt man schon sehr günstig, das Aluminiumgewebe. Das hängt man sich auf. Wichtig ist, wenn man sich abschirmt, muss die Abschirmung immer komplett um einen herum sein. Das ist ein Faradayscher Käfig. Braucht man nicht unbedingt googeln, will ich nur erklären. Der Käfig muss zu sein. Natürlich kann man sich ja hier leicht machen. Wenn man das Gewebe hat, bringt man die Erdung an. Kann aber das Kabel natürlich verlängern. Das ist egal, wie lang das ist, weil die Erdung zieht immer alles an, was energieüberflüssig ist, zieht die immer. Ja, und dann direkt an die Steckdose. Am besten noch Kupferdraht oder Messingdraht. Ich habe gute Erfahrungen bei Messingdraht gemacht, weil das nochmal reflektieren tut. Aber so lang, also wenn das Elektrizität viel bekommt, dann korrosiert das auch schnell. Also am besten Kupfer oder Messing. Silberdraht ist auch ganz gut. Gibt es hier so ein Methyldraht. Das fädelt man nochmal einzeln hier über die Kanten ein, damit die Energie, die auf dem Gewebe auftrifft, schneller eingefangen wird und in die Erdung eingespeist wird. Also das Draht dann an das Kabel zum Beispiel machen. Ja, es reicht natürlich auch oft schon, wenn man nur so mal ein Gewebe mitten in den Raum hängt, das an die Erdung schließt und das zieht sehr viel Energie, also sehr viel Plus-Ionen nennt man das. Es gibt auch Geräte extra, die Minus-Ionen durch Luftfeuchtigkeit erzeugen. Die fangen sozusagen die negative Energie in der Atmosphäre ein. Negative Energie entsteht zum Beispiel bei hoher Staubwirkung. Deswegen sollte man immer sauber sein, seine Wohnung so sauber wie möglich haben, wenig Staub haben, weil das alles eine Energiequelle ist, wo halt so diese Ionen übergreifen können und sich wie in einer Art Batterie speichern. Tja, ich habe es natürlich ein bisschen einfacher hier, ich habe auch immer diese Ladung drin. Und da habe ich mir halt eine ganze Dose präpariert, wo nur noch die Erdung herausführt, keine anderen Kabel. Und habe halt mehrere Stecker hier, zum Beispiel zwei für Abschirmmatten, die bringen einiges. Zwei für Abschirmmatten, die bringen auf jeden Fall einiges. Und hier habe ich nochmal so einen Schuko-Stecker und umgebauten mit zwei Drähten, die auf die Erdung führen und habe verschiedene Sachen da dran, wie zum Beispiel mein Bett, was neben mir steht. Aber ich will die Kamera jetzt nicht unbedingt unnötig drehen. Ja, wenn man solche Stecker nicht findet, reichen noch normale Schokostecker. Aber da sollte man sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Normal ist das ja verboten. Ich will das keinem empfehlen. Ich habe hier schon einen vorbereitet. Und zwar habe ich einfach die Kabel für die Stromzufuhr, Plus und Minus, entfernt und habe das nochmal abgebunden. Dann habe ich diese Zinken mit einer Metallsäge, so sieht die aus. Das ist die Klinge für eine Metallsäge. Abgesägt. Habe das isoliert, damit gar nicht irgendwie Strom überspringen kann. Und dann funktioniert das genauso. Die Erdung ist weiterhin dran. Tja, das dazu. Erdung. Wenn man zum Beispiel Metallplatten, wie ich es hier an meinem Bett habe, Aluminiumplatten, richtig erdet, dann gibt das einen kühlenden Effekt zugleich. Also Minusionen ist auch Kälte sozusagen. Also so kalt wie möglich auch in der Wohnung halten, nicht zu warm machen, immer frische Luft. Frische Luft ist ganz wichtig in der Wohnung. Ja, auf jeden Fall gibt das einen kühlenden Effekt. Wer sich schon mal bei Radaranlagen von der NASA oder so ein bisschen mal umgesehen hat auf Videos, da wird das nochmal gezeigt, diese Radarschüsseln, die werden nochmal extra gekühlt, damit das einen reflektierenden Effekt hat. Und natürlich zieht das zugleich dann auch die Energie ein, wenn das zur Abschirmung gebaut wurde. Aber da zum Energieabsorbieren eignet sich immer noch am besten Gewebe. Aluminiumgewebe, Kupfergewebe. Dieses Gewebe splittert diese gebündelte Laserstrahlung auch sehr enorm. Also es wird gesplittert, es wird absorbiert, also hat es zwei gute Effekte, so Gewebe. Platten reflektieren aber sehr gut. Also
Das muss man alles mit so einbringen. Wenn man so eine Abschirmung baut mit Aluminiumplatten, sollte man unbedingt, also das werde ich hier noch bei meinem neuen Bett machen, das habe ich diese Woche angefertigt, ein Aluminiumgewebe, das will ich dann nochmal überbringen, auch im Abstand zu den Platten, dass es nochmal gesplittert wird, bevor das auf das Aluminium auftritt, dann wird das praktisch wieder reflektiert. Aber wichtig ist auch eine Dämmung. Man darf sich nicht direkt in dem Kasten, in einen Alukasten aufhalten, weil das reflektiert auch nochmal, die ganze Strahlung, die durchdringt, reflektiert in den Kasten. Das kann man sich vorstellen wie ein Brummen, wie ein Schall. Und das ist sehr gefährlich. Deswegen muss man immer eine Dämmung aufbringen. Ich habe jetzt jeweils zwei Platten und innen drin habe ich noch eine Gummidämmung zum Beispiel. In dem Kasten habe ich jetzt von Rayflex gibt es da so günstiges so Laminatdämmung mit 1 Inch oder 2 Inch Aluminium nochmal drauf gestrichen, was auch reflektierend ist. Die Dämmung habe ich nach innen gebracht. Also das sich gar nicht irgendwie ein schallender Effekt in dem Kasten, in dem Faradayschen Käfig entwickeln kann. Das ist dann wie ein Getöse, das kriegt man gar nicht so wirklich mit, aber unterbewusst sind das trotzdem Schmerzen, da muss das Gehör und alles mitarbeiten, besonders bei uns, wenn die Strahlung auf uns gerichtet wird. So, ich muss mal gucken, ob das Video nur läuft. Ich hoffe mal, dass ich nochmal zweimal mache. Ne, einmal frei. 8 Minuten habe ich jetzt noch. So, und gibt es noch einfache Mittel? Also, im Sommer lohnt sich mal ganz gut so ein Ventilator, wenn man den anmacht. Der bringt ein Rauschen mit ein, das stört die Frequenzen ein wenig, bringt frische Luft, also entmagnetisiert zugleich auch die Luft ein bisschen. Gut, bei diesem Stahlkäfig bin ich mir da nicht so sicher. Da habe ich mich noch nicht so mit beschäftigt. Solche Kabel hier, Strom, da will ich drauf zukommen. Man muss in seiner Wohnung jeglichen Strom, den man nicht benötigt, jede Stromleitung abklemmen. Ob Toaster, ob Kaffeemaschine, ab, raus aus der Dose, auch wenn die geerdet sind. Die haben Magnetspulen zum Beispiel. Solche Geräte haben immer Magnetspulen und geben ein elektromagnetisches Feld ab. Und das sind wieder Plus-Ionen. Das ist wieder Energie, was diese nutzen können, um in eure Räume besser vorzudringen. Das Ganze nennt sich Tunneleffekt, durch die Wände mit gebündelter Strahlung zu kommen, dass sich die durch die Wand wieder aufbauen. Das ist ein bisschen komplizierter, habe ich auch lange gebraucht. Kabel, die man auch benötigt, Geräte, kann man leicht schirmen. Und zwar das ist sehr günstiges Kupferspray von eBay, habe ich mir mal eine Großpackung bestellt. Wer mal davon was braucht, schreibt mir. Wenn mal jemand Hilfe braucht, wenn jemand Gewebe möchte, schreibt mir, ich helfe euch. Kupferspray kann ich euch schicken, Gewebe kann ich euch schicken. Ich kann euch auch Erdungsmaterial schicken. Wenn jemand Hilfe braucht, sagt es mir. Klar ist es nicht leicht, seine Adresse herauszurücken, aber ihr wisst selber, es wird nicht besser, wenn man sich versteckt. Es wird nur noch schlimmer. Die bringen einen einfach um. Und deswegen muss man raus ins Internet gehen. Man muss sich öffentlich machen. Die arbeiten damit, uns einzuschüchtern, uns davon abzuhalten, halt nach Hilfe zu rufen. Deswegen sage ich auch immer, schreibt BND, BKA, Interpol, CIA, schreibt die an. Was meint ihr, warum es so viele Verschwörungen gegen das CIA gibt? Die wollen nicht, dass wir da anrufen oder dass wir denen schreiben. Die werden aber helfen, die arbeiten vielleicht verdeckt, aber die müssen das aufnehmen. Es bleibt denen gar keine andere Wahl mehr und bald sowieso nicht. Ihr müsst Druck machen. Ich kann das nicht mehr alleine. Mir reicht es hier manchmal schon. Ich bin irgendwie der Einzige und das hilft nicht und das geht nicht. Ja, was ist denn das? Was wollten ihr retten? Eure Familien, euer Leben oder weiß ich nicht. Ja, irgendwie müsst ihr aber mal langsam selber auf die Beine kommen. Ich erkläre zwar gerne alles hier, aber ne? Auf jeden Fall Kupferspray gibt es günstig. Kann man sich auch schon mal ein T-Shirt mit einsprühen. Wäscht sich zwar leicht wieder ab, am besten Handwäsche, muss man durch. Ich habe auch eine Menge durch. Auch wenn man sich schützen will, kann man sich auch schützen. Nicht von wegen, geht nicht. Da werde ich hier, da kriege ich einen Hals. So was höre. Auch wenn ihr Kinder habt hin und her. Wie gesagt, hängt euch ein bisschen Gewebe irgendwo hin. Nehmt einen Kupferblock meinetwegen. Macht ihn an die Erdung, stellt ihn ins Zimmer.
Es wird euch besser gehen. Jedes bisschen hilft. Es muss aber geerdet sein. Auf jeden Fall normale Stromkabel, die unter Strom stehen, die könnt ihr leicht einspulen. Lasst euch ein bisschen Zeit, wie ich mit der Tomate ein bisschen schütteln, da kommt ein bisschen mit auf mehr raus. Könnt ihr einspulen. Das schirmt nochmal extra ab. Am besten nochmal ein Draht anfügen und so eine extra Erdung. Und da müsst ihr vorsichtig sein. Ihr müsst immer einen extra Erdungsstecker benutzen. Nie an denselben Stecker, der den Strom leitet. Niemals, das ist zu gefährlich. Immer ein extra Erdungsstecker. Da braucht ihr auch keinen Elektriker. Das ist das sicherste überhaupt. Ja, habe ich noch ein paar Kleinigkeiten, um dich zu schützen. Hier, das bekommt man bei eBay. Mikrowellenradarbrille. Schützt. Ich weiß nicht, was es genau ist. Ich denke mal Edelstahl. Es ist grün besprüht. Das wird nochmal einen extra Effekt haben. Es hilft. Die schießen uns laufend in die Augen. Und besonders hier oben in die Stirn, ins Kleinhirn. Die deformieren alles, unterdrücken die Blutzufuhr. Deswegen können wir irgendwann nicht mehr denken. Dasselbe mit dem Hinterkopf. Auch die Augen sind am empfindlichsten. Da dringt die Strahlung direkt durch in den Kopf. Kauft euch so eine Brille, kostet 3-4 Euro. Könnt ihr euch am PC besser aufhalten. Gibt es auch extra Handschuhe mit Silber drin oder mit Metallstreifen, damit sie euch nicht auf die Finger schießen. Ich habe es mir persönlich nicht geholt. Ich schaffe das auch irgendwie so. Ja, achso, wo ich kommen sollte. Jeglichen Strom abschalten in der Wohnung. Da gibt es hier solche niedlichen Lämpchen. Batterien. Batterien, immer Batterien benutzen. Akkus. Batterien sind nicht schlimm. Die speichern die Energie. Die ich habe es schon mal erlebt, wenn die richtig aufdrehen, dass die sich leeren. Auch normalerweise bilden die kein elektromagnetisches Feld um sich herum. Die können zwar die Energie irgendwie entfernen, wenn die zu sehr einstrahlen, aber Batterien sind gefahrlos. Ja, hast du ein Licht? Wenn es losgeht mit Wanzen, dass sie nicht wollen, dass sie solche Lichter benutzt, das machen die immer. Das machen die mit jedem, so viel weiß ich schon. Das haben die mit mir gemacht, das haben die mit jedem gemacht. Wanzen, dass du da suchst, ihr bist schon total desorientiert und dann bist du noch, hast du noch verrückt gemacht. Wanzen, noch überreizt. Ja, so ist das. Dann ist hier so ein Dinger. Weiß ich nicht, 20 Euro. Wenn überhaupt, guck mal bei eBay, über Hongkong, könnt ihr Wanzen finden. Zeigt jedes Deck an, jedes Handy, könnt ihr jede Wanze finden. Entfernung von 1/2 Meter bis 3 Meter. Manchmal habe ich die Xbox an, und das ein Infrarotlaser, dann geht das Ding sonst wo los. Oder Laser gerade hinfällt. So schwach. Am besten kein Infrarot, kein Deck, kein WLAN, sowas, alles abschalten. Das ist alles negative Energie, das sind alles Plus-Ionen, die gegen euch verwendet werden, die euch zusätzlich schädigen. Mit den Jahren wird euer Körper geschwächt sein. Ihr werdet das immer mehr spüren und daran werdet ihr kaputt gehen. Auch wenn ihr denkt, ich schaff das, und ich bin noch stark. Nee, so stark ist keiner, so stark war ich nicht mehr. Ich bin halber Preuße. Ja, dann hier. Kopfhörer, vielleicht hier so ein Aufnahmegerät, kann man auch mal was aufnehmen und nachverfolgen und dann überlegen, ach, der wurde ja vielleicht auch geschossen und dann vielleicht mal drauf kommen, das sind ja gar nicht alle drumherum, die werden alle manipuliert und das müsst ihr auch mal langsam verstehen, nicht von wie, ich war wieder eine Menschenmenge und in jeder Ecke haben sie gestanden, nee, mach das weg, vergesst das, nehmt das Wichtigste auf, hier gibt es so Geräte, Kameras gibt es so Geräte, auf jeden Fall kann ich da auch MP3 mit abspielen. Ich habe mir spezielle In-Ear-Kopfhörer geholt, reichen auch normale. Ich habe da ein bisschen nach den Frequenzen geguckt, dass es die tiefsten und höchsten Herzzahlen aufhält und das Boom, ja, und das holt mir den Ohrenschmalz aus dem Ohr. Hör ich die nicht mehr. Hör und du schon, das ist ja Knochenschall, was die ausüben. Da gibt's, ist egal, wichtig, Musik. Grüne Laser sind sehr gut, das ist militärische Laser, militärischer Grad, 5 Newtonmeter oder so. Ne, 532 Newtonmeter und 5 Milliwatt. Der hat nochmal ein Infrarot mit drin. Auf jeden Fall, wenn die mal wieder irgendwie traktieren. Kostet hier 10 Euro aus London. Schwenkt doch mal ein bisschen rum, fallen die Laser von euch ab. Das stört die Laser. Bin mir nicht sicher, ob das der Infrarot ist, der mit eingebracht ist. Oder ob das nur am Grün liegt. Auf jeden Fall, der geht auch 3-4 Kilometer ohne Probleme. Bestimmt schon mal gehört. Macht man nicht.
Dann gibt es sowas hier zum Beispiel bei eBay 5 bis 10 Euro.